Bon après-midi, Monsieur, Dame, il faut cuisiner. Guten Morgen. Ich lese Der junge Koch, die junge Köchin. Und ich bin angekommen bei Einführung Personal im Gastgewerbe, Staff in the Hospitality Trade, Staff in the Hospitality Trade, Personal im Gastgewerbe, le personnel qualifié dans de l'industrie hôtellerie. Le personnel qualifié de l'industrie hôtellerie. Personal im Gastgewerbe 3. Individualgastronomie. Die Organisationsformen werden durch die Größe des Hotels und der damit verbundenen notwendigen Anzahl der Mitarbeiter bestimmt. In größeren Betrieben werden die hier dargestellten Bereiche weiter aufgeteilt. In kleineren werden mehrere Funktionen zusammengefasst. Nachfolgend ist ein Organisationsmodell eines mittleren Betriebes dargestellt. Hotelleitung, unterhalb der Hoteldirektor, die Hoteldirektorin, darunter gibt es die Direktionsassistenten und Direktionsassistentinnen mit folgenden Abteilungen: Rechnungswesen, Empfang, Etage, Housekeeping, Rechnungswesen, Leiter Rechnungswesen, Personalchef, Controller, Buchhalter, Auszubildende, ordnungsgemäße Buchführung, Statistiken und Auswertungen, Bearbeitung des Personalwesens mit Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Personaleinstellung und Entlassung, Erstellen von Stellenbeschreibungen. Empfang, Empfangschef, Empfangssekretäre, Reservierungssekretäre, Kassierer, Auszubildende, Reservieren und Vermieten von Zimmern, Führen der Gästekorrespondenz, Durchführen der Empfangsbuchhaltung, Abrechnen mit dem Gast. Etage, Housekeeping, Hausdame, Hausdamenassistentin, Wäsche, Reibe, Wäschereibeschließerin, Zimmermädchen, Auszubildende, Reinigen und Pflegen der Gästezimmerflure und Treppenhäuser, Pflege der Grünpflanzenpflegelagern, Ausgeben der gesamten Wäsche sowie des Reinigungsmaterials. So, das alles steht noch überall von Food und Beverage Managerin, und da gibt es Magazin, Küche und Service, im Magazin, Magazinverwalter, Magazinmitarbeiter, Auszubildende, Kontrollieren des Wareneingangs, Bereitstellen und Überwachen des Warenausgangs, Überwachen der Warenbestände, Durchführen von Bestandskontrollen, in Klammern Inventuren, Küche, Küchenchef, Sous-Chef, Chef de Partie, Commis de Partie, Auszubildende, Erstellen von Speisekarten und Menükarten, Wareneinkauf, Speisenherstellung, Erstellen von kalten und warmen Buffets, Bereitstellen des Frühstücksbuffets, Zubereitung von Personal, Essen, Catering und im Service, Restaurantleiter, Chef de Rang, Demi-Chef de Rang, Commis de Rang und Auszubildende, Gäste empfangen und beraten, Speisen- und Getränkeservice durchführen, Abrechnen mit Gast und Betrieb, Frühstück- und Etagenservice durchführen, Bankettveranstaltungen durchführen, tranchieren und flambieren. Und dann gibt es hier die Systemgastronomie, Unternehmenszentrale, Headquarter, Gebietsleiter, Area Coach, District Manager, Restaurantleiter, Restaurant General Manager, Führung des Restaurants, Verantwortung der Einhaltung aller betrieblichen Standards, Planung des Umsatzes und des Gewinnes gemeinsam mit Vorgesetzten, Durchführung von Local Store Marketing, Einstellung und Entlassung von Crewmitarbeitern, Aus- und Weiterbildung von Schichtführern und Assistenten, Durchführung von Kostenkontrollmaßnahmen, Überwachung der betrieblichen Kennzahlen. Restaurantassistentin, Assistant Restaurant Manager,
Unterstützung des Restaurantleiters bei der Führung des Restaurants. Bestellung der Waren nach der Umsatzplanung des Restaurantleiters. Gestaltung des Dienstplanes nach der Umsatzplanung des Restaurantleiters. Erarbeitung des Trainingsplanes für die Mitarbeiter und Besprechung des Planes mit den Crewtrainern. Aus- und Weiterbildung der Schichtführer. Überwachung der Einhaltung der betrieblichen Standards, Erledigung administrativer Aufgaben, Vertretung des Restaurantleiters, Schichtführer, Shiftleader, Teamleader, Unterstützung des Restaurantmanagements bei der Führung des Restaurants, Einteilung der Mitarbeiter nach den Vorgaben des Dienstplanes, Behandlung von Gästereklamationen. Ich finde das interessant, das ist alles schon Dienstes und keine Arbeit mehr. Abrechnung der Kassenplanung der vorzubereitenden Zutaten nach Vorgaben des Restaurantleiters, Assistenten, Crewtrainer, in Klammern Teamtrainer. Herstellung und Verkauf von Produkten nach vorgegebenen Standards, Kontrolle der ihm unterstellten Mitarbeiter im Hinblick auf Einhaltung des Standards, Schulung der Mitarbeiter nach Vorgaben des Trainingsassistenten, Küchenmitarbeiter, Crewmember, Back of House, BOH. Vor- und Zubereitung aller Produkte nach den vorgegebenen Standards, Einhaltung der Standards bei Lagerung der Produkte, Reinigung der Gebrauchsgegenstände, Kontrolle der Haltezeiten. Service-Mitarbeiter, Crewmember, Front of House, FOH, Verkauf von Speisen und Getränken, Kassieren, Annahme von telefonischen Bestellungen, Beratung der Gäste nach den vorgegebenen Standards, Reinigung des Verkaufs- und Gästebereiches, Öffnungs- und Schlussdienstarbeiten, Einhaltung von Standards bei allen Arbeiten, Auslieferungsfahrer, in Klammern Driver, Repräsentation des Unternehmens nach außen, Auslieferung der bestellten Speisen und Getränke, Kassieren am Haus des Gastes. Wie gesagt, ein Arbeitsplan heißt Arbeitsplan und nicht Dienstplan. Und eine Systemgastronomie-Restaurant ist noch keine Dienststelle. Restaurant ist, McDonald's ist, ja, Systemgastronomie. Hygiene bedeutet, so, das ist schon der nächste Abschnitt. Hygiene, da geht es wieder bei 1 los. Das war's für heute, weil es so lang war. Tschüss.